Das Liebesverbot ist die zweite Oper von Richard Wagner und eine Komödie, seine eigentlich einzige Komödie, die er geschrieben hat, nach der Vorlage von Shakespeare, Maß für Maß. Sehr ausgelassen, sehr bunt, viel Effekte, viel Chor, viele Solisten, also wirklich sehr viel Aufwand und Feuer. Natürlich gibt es Liebe, wie in jeder richtigen Oper auch. Der Bösewicht in dieser Oper ist ein Deutscher, der in Palermo Ordnung schaffen will. Ja? Das ist der Friedrich. Und das Volk von Palermo lehnt sich aber dagegen auf. Der Friedrich will den Karneval verbieten, den Alkohol und natürlich auch die Liebe. Deswegen der Titel Das Liebesverbot. Aber das lassen sich die Südländer nicht gefallen und entsprechend turbulent geht es dann auch zu in dem Stück. Wagner ist eigentlich der Grund, warum ich Dirigent geworden bin. Ich habe, seit ich 11 bin, die Liebe zu Wagner entdeckt und die hat mich mein ganzes Leben begleitet und ich hatte auch das Glück, alle seiner Hauptwerke, also die 10 Werke, die er selbst als gültig betrachtet hat, ab dem Fliegenden Holländer bis zum Parsifal, auch alle schon zu dirigieren. Und vor dem Fliegenden Holländer hat Wagner ja noch 3 Werke komponiert, die er nicht für aufführenswert hielt später. Nämlich die Feen, Rienzi und das Liebesverbot. Und die werden deswegen sehr selten gespielt. Ich habe aber das Glück, auch das Liebesverbot jetzt schon zum zweiten Mal zu machen. Ich habe das vor drei Jahren schon gemacht und habe entdeckt, dass da sehr viel Qualität schon drin steckt. Das Stück ist dramaturgisch sehr gut aufgebaut. Es hat sehr viele Nummern, die extrovertiert sind. Schon der Anfang, die Ouvertüre, ist eigentlich eine Karnevalsszene. So sehr ausgelassen und laut mit viel Schlagzeug, Kastagnetten und Tamburin und weiß nicht alles. Und dazwischen, das wird dann unterbrochen von diesem Motiv, was für den Friedrich steht, der den Karneval verbieten will. Aber es überwiegt so dieses Karnevalstreiben. Und so spielt auch der Chor eine sehr große Rolle in dem Stück, der viel Aktion hat, viel Tempo. Aber eben zu einer guten Dramaturgie gehört natürlich auch die Ruhepunkte und insofern dieses Verhältnis zwischen Feuer und lyrischen Momenten ist sehr gut gelungen, finde ich. Und wieder muss ich sagen, auch wenn man nicht sagen kann, dass Wagner hier schon seinen persönlichen Stil gefunden hat, es ist als Stück schon wirklich sehr überzeugend, diese Oper. Das Liebesverbot ist, wie gesagt, die zweite Oper, die Wagner komponiert hat. Da war der 22 und hatte ganz wenig Erfahrung im Komponieren und Schreiben. Und entsprechend gibt es auch im Stück oder in der Komposition Dinge, die man ein bisschen glätten muss, sage ich mal. Also das heißt, es ist zu dick instrumentiert. Wir müssen da öfter mal Instrumente wegnehmen, natürlich dynamisch reduzieren, weil es sonst viel zu laut ist. Man muss das Stück geschickt kürzen, weil es ungekürzt gar nicht spielbar wäre. Das ist physisch nicht zu machen, also als Sänger. Es ist überhaupt nicht möglich. Auch viel zu anstrengend, keine Pausen über lange Strecken und nur, ich sag mal, Schreierei. Natürlich meine ich nicht schreien, aber laut singen und das über wirklich mehrere Minuten. Deswegen, wenn wir die Oper ungekürzt spielen würden, wäre die wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger. Also das ist sehr sinnvoll gekürzt, glaube ich, wie wir das hier spielen. Und dadurch wird die Oper erstens spielbar, zum Zweiten spannender, ja, etwas geraffter, komprimierter. Es ist ein sehr kurzweiliges Stück, es ist ein witziges Libretto. Er hat es ja selbst auch schon selbst verfasst, den Text. Und für einen 22-Jährigen manchmal, also man staunt schon, ja. Manche Ungeschicktheit gibt es in der Textbehandlung oder so und in der Instrumentierung, wie ich schon gesagt habe. Aber grundsätzlich gibt es ganz tolle Einfälle, musikalisch, aber auch von der Dramaturgie. Und insofern ist das Stück, obwohl es so selten gespielt wird, eigentlich ein Stück, was meiner Meinung nach regelmäßig gespielt werden sollte. Also wirklich repertoirefähig und nicht nur als Rarität aus historischem Interesse, was hat der Wagner eigentlich gemacht, bevor er das große Genie seiner Zeit war. Und insofern freue ich mich, dass Straßburg jetzt diese Produktion angesetzt hat und mich auch eingeladen hat dafür.
Und der Kontrast zu dem späteren Werk von Wagner ist natürlich der, erstmal ist es die einzige wirklich rein komische Oper, die er geschrieben hat. Die Meistersinger später ist doch mehr, also Musikdrama und mit Komödienanteilen, aber es ist nicht wirklich komische Oper. Und vom musikalischen Stil klingt das Liebesverbot häufig über weite Strecken mehr nach einer italienischen Oper wie Donizetti vom Stil her. Ja? Und manchmal auch Aubert hört man, französische Grand Opera oder deutsche Spieloper wie Lortzing oder auch Weber, so deutsche romantische Oper. Es ist ein bisschen ein stilistischer Mix, der aber nach allem klingt nur nicht nach Wagner. Das steht fest. Es klingt wirklich mehr nach Donizetti oder Lortzing, nach wirklich Vertretern, die im 19. Jahrhundert die komische Oper stark vertreten haben. Und so ist es für jeden, der das Stück nicht kennt, der aber Wagner kennt, ist es sehr eine große Überraschung. Also viele Freunde, die das zum ersten Mal gesehen hatten damals, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, sagten, ja, das ist ja erstaunlich, das ist ja ganz toll, ja, hätten wir nie gedacht. Aber dass es Wagner ist, darauf kommt man nur, weil es auf dem Programm draufsteht. Ja? Sonst wüsste man das nicht. Ja?